Alles klar, Freunde, ich habe gerade, ja, ich war ein bisschen einkaufen, Pokémon ein bisschen trainiert, wie gesagt. Und jetzt machen wir uns mal wieder zurück auf den Pokémon-Weg. Oh, guck mal, kannst du hin? Nö. Ja, mit Glurak könnten wir rüber, sonst nicht, aber egal. Und zwar haben wir noch eine Rechnung offen. Ja, wir haben ja unsere erste Niederlage bekommen. Und ja, das können wir nicht auf uns aufnehmen. Den müssen wir nochmal wieder zurück. Und von dort aus machen wir im Prinzip eigentlich... Ich dachte gerade, das ist ein Voltoball. Keiner weiß. Und von dort aus machen wir einfach weiter, let's go. Genau. Falls natürlich irgendein geiles Pokémon wieder auftaucht, fangen wir es uns auf jeden Fall. Ich habe mir Tränke geholt, ich habe mir Pokémon geholt, ich habe ein bisschen aufgestockt, sag ich mal. Hoffentlich reicht das fürs Erste. Pide, danke. Oh, Ponita, okay. Ja, schon winzig. Schon winziges Ding, du. Was, nur 17 Superbälle? Pide. Oh, nee. Die Richtung stimmt schon mal. Aber ob ein Pokéball rausreichen wird? Auf einmal ja, tatsächlich. Auf einmal reicht es aus. Ha, sieh mal ein, Ron. Bitte? Ein Poller 35, nice. Ja, ihr seht schon, die Pokémon sind folgendermaßen trainiert. Glurak müssen natürlich ein bisschen mehr trainieren als die anderen. Schau, Glurak. Oh, out of nowhere, out of nowhere. Du machst mal sofort langsam. Zum einen. Und zum anderen nehmen wir für dich einen Hyperball. Und solange du noch in der Mitte stehst, fangen wir dich hoffentlich. Kleine Ratte. Danke. Einfach fabelhaft. Nice. Nice. Was bekommen wir für ein geiler Pass? 748. Wir müssen. Freunde, wenn ihr also. Fangt Pokémon, so ist nicht. Das ist echt ein gutes Training, merkt ihr. Es hat ja quasi so das klassische Training gegen wilde Pokémon abgelöst, mehr oder weniger, ne? Gegen wilde Pokémon können wir ja nicht mehr kämpfen. So, wo war jetzt die mit Kokowai? Da, hier. Gehen die direkt zu dir. Gehen wir noch zum alten Herrn. Ja, jetzt komm mal, jetzt. Wir haben. Ich muss doch mit dir noch über etwas reden, meine Dame. Naja, brauchst gar nicht so. Zu posen. Olle, Sandama ist aggressiv. Aggressive Attacke von Sandama. Mann, die Farm. Nice. Halt mal die. Junge. Sehr schön. Ciao. Voluna. Oh, Voluna. Geil. Kyubi. Oder? An der Stelle Kyubi. Ich glaube, viele, die Naruto schauen, haben hier Voluna einfach Kyubi genannt. Ne? Flammenwurf. Siehst du sogar, Voluna kann Flammenwurf, Glurak. Was ist denn mit dir los, sag mal? Selbst wohl Luna kann Flambo. Was heißt selbst, aber ja. Olle! Wie witzig das aussieht. Einfach tot und fuck die Moose aus. Look at the Moose, look at the place, it is Torkrock. Blastoise, it is Blastoise. Blastoise! Kennt ihr den Jungen, wo Blastoise, also Toto gerade zieht? Die allererste in Pokémon, also Pokémon TCG, die da auslassen. Blastoise! Kennt ihr das? Pikamau Level 40. Und Stami! Let's go, Bisoflor, it is your turn. Bisoflor ist geil. Bisa! Ja, ja, kriegst du Blättertanz. Oh, ja, okay, natürlich schneller. Au! Bisoflor. Genau dies. Die.
Huch, ja, ist zu spät, mein Lady. Ist zu spät. Und drüber. Hallo. Ich bin ein gutes Kind, du. Hab doch einen Anzug an. Tyler. Leute, Tyler1.com, Leute, Tyler1.com, Leute, Tyler1.com. Sein Name gefällt mir im Team. Ohne Spaß. Hatte ich, wie gesagt, noch nie im Team. Sein Name werden wir höchstwahrscheinlich behalten. Aua. Bam! Oh, Verteidigung sieht. Heal! Tyler 1 setzt Ziel ein. Keiner weiß. Bringt ja aber auch nichts. Rage. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Level 39, unser Sandam Rino. Look at the moose. Beat it. Ah, Vulpix. Heidi. Heidi. Nein, aber Sandama tun wir auswechseln, Heidi. Heidi, mach schon mal langsam, bitte. Auf geht's, Totok. Hallo, ich bin Totok. Also, hallo, ich bin Totok. Freunde, ganz kurz, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich würde gerne eigentlich das schon mit Pokémon Go testen, wenn wir im Pokémon Go Park, ankommen. Versuch das gerade nämlich nebenbei, wie sagt Knoss, wechseln ja, nebenbei mal zu downloaden wieder. Mal kurz ein bisschen Speicherplatz, dann sollte das hoffentlich funktionieren. Deswegen könnte es sein, dass ich kurz abgelenkt bin, Freunde. Sorry dafür. Aber A-Button wird so oder so gesmashed. Wie immer. Dun, 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 dun. Ja, Flügelschlag sollte auch gut was bringen. Heidi. Knuddeluff. Glut, let's go. Einfach kein Speicher gegeben. Mimikry. Aua. Jetzt hat's gut erlernt, ne? Ja, viel Spaß damit. La, 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 la. So. Oh, guck mal, da ist das, während ich immer noch Speicher hinzufügen muss. Okay, das war schon mit Pokémon weg. GG. Mit dem Fahrrad hatte das was. Mit dem Fahrrad hatte das wirklich was. War richtig geil mit dem Fahrrad. Aber gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu Fuxana City danach.
kann man ja echt noch durchschauen. Nee. Okay. Lol, ich bin ja gerade einfach wieder hochgekommen. So, Moment, Freunde. Oh, einer von denen hat die Ibitak, das weiß ich. Pascal! Tukan Battle hat einfach 2,6 GB. Keiner weiß. Totri, nee. Freunde, sorry, es regt mich gerade auch auf, dass ich so abgelenkt bin. Aber ich würde das gerne mit Pokémon Go einfach testen. Jetzt lösche ich gerade ein paar Sachen. Was? Sandama wurde besiegt? Gar nicht mitbekommen. Sorry, Sandama. Shit. Gar nicht mitbekommen, Mann. Warum schaut das so gruselig immer? Das ist unglaublich. So, aber hier sind nur Flugtrainer, deswegen lasst das Ganze mal einfacher für uns machen. Und einfach hier Pikamau ganz kurz mal nach vorne. Oh. Oh, ich dachte schon. Okay, gut. Pietro. Tauboss. Wow, der hat einen Tauboss. Geil. So. Jetzt runter, glaube ich, wie es aussieht. Okay, nice. Gut. Musik. Katschi, mal schaut, ey. Unglaublich. Pisa. Ne, 39, nice. 41 Glurak, sehr schön. Aber noch keine Spur von Flammenwurf. GG. Finsaurer. Aber. Apollo werden wir wahrscheinlich eh umtauschen. Einen Platz hätten wir noch quasi im Team. Ey, ich wollte eigentlich das Item da. Ey, das Pokémon. Den Pokémon. Den! Pokémon. Roman! Romanowski! Porenta! Oh, Porenta fehlt uns! Porenta! Porenta sollten wir auch noch irgendwas fangen, hoffentlich. Donner Blitzerino! Ruckzuckieb, okay. Yeah, Pokémon Go installiert. Nice, sehr schön. Okay, jetzt, okay, wenn wir heute noch in den Part dazu kommen, dann wäre es cool, wenn wir Pokémon Go Park austesten quasi. Soll eigentlich in Fuchsheim City sein? Schauen wir mal. Und sollte eigentlich die Safari schon abgelöst haben? Schauen wir aber auch gleich. Werden wir gleich sehen. Es sei denn, ich brauche da. Ich habe mir nie in die Kommunikation reingeguckt. Es sei denn, man kann es immer machen. Es sei denn, man muss gar nicht in Fuchsheim City sein. Kann glaub echt sein, Freunde. Shit, nie dran gedacht. Egal, ich weiß, wir lassen uns gleich überraschen. Weil ich glaube, eine Kommunikation steht mit Pokémon Go verbinden. Egal, mich interessiert halt, ob es an sich noch eine Safari-Zone gibt. Das interessiert mich.
Einfach ein wildes Schneckmark hier aufgetaucht in Pokémon Go. So, schaut her, was ich meine mit Pokémon Go verbinden. Oh, ich bin jetzt echt aufgespannt. Egal, müssen wir gleich wissen. Hier, Bahn. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich hab's mit Pokémon Go verbinden. Wo habe ich das gelesen? Ah, hier. Egal, Freunde, wir werden gleich schlau. Wir werden gleich schlau. Das checken wir gleich ab. Das sind nur Radfahrer und Radikalen, okay. Jetzt guck mal auf Xander City, wie nett. Hey. Oh, Lapras! Stimmt, damals, ja, in Fuchs City waren auch ein paar Pokémon, die man sich so anschauen konnte. Aber es ist halt so 8-Bit-Grafik, ne? Man hat so kaum was, man wusste gar nicht, was für Pokémon das ist, so auf den ersten Anblick. Erst nachdem man geguckt hat, was auf dem Schild steht. Aber umso geiler. Okay, jetzt, oh, warte mal. Oh, hast du die Arena-Leiter? Shit, ich wollte hier gar nicht rein! Scheiße, wir haben es gespoilert. Ich wollte hier gar nicht rein. Ja, ich wollte gar nicht rein, sorry, ich gehe wieder raus. Das ist der Arena-Leiter sogar. Ole, ole, die Special Effects. Naja, komm, hau ab. Ich bin aus Versehen rein, zischt ab. Okay, ich wollte nämlich ins Pokémon Center. Aber hier rechts soll... Warte mal, warte mal. Ah, okay, es gibt auch noch eine Safari-Zone, aber auch den Go-Park daneben hat der. Und einen Freundschaftspark. Sehr schön, das gefällt mir. Aber jetzt machen wir erstmal hier heim unsere Pokémon. Und dann checken wir mal Fuchsine City auf jeden Fall aus. Ja, ich bin. Ja, checken wir erstmal Fuchsine City aus. Bin gespannt, was hier abgeht in Fuchsine. Vor allem wegen der Safari-Zone auch. Let's go. Krass, Alter, kann jeder Pikachu eine Attacke beibringen. Plätschersurfer! Der kann einfach eine Wasserattacke, Pikachu. Das ist perfekt, weil der kann einfach Boden-Pokémon kontern. Wie schon macht das? 90 auch noch! Elektrische Aufgabe. Oh, geil! Oh, was machen wir weg? Puh, was machen wir weg, ist jetzt die Frage, ne? Prinzip-Turbo finde ich schon nett, um ehrlich zu sein. Wenn ich zu sein, braucht es eigentlich gar keine Flugattacke so richtig. Mein Käfer-Pokémon klatscht auch Donnerblitz entgegen, Kampf-Pokémon ebenso. Flug, Käfer, Pflanzen, ja, ebenso Donnerblitz rein, fertig. Ich glaube, ich mache Schwebeschutz für Plätschersurfer. Ja. Okay, nice. Ich denke aber, man kann das eh wieder beibringen, bei dem jeweiligen Domteur oder was auch immer das ist. Go Park, ja richtig, Go Park, auf, ja, darauf haben wir Bock. Schmaler Pfad, der 40 Punkte gedrückt. Ja genau, ja, ja, da waren wir auch schon Lady. Die sagt sehr, wir können auch noch von Fuchsine City rechts rum nach Lavandia. Eigentlich, ich bin zu euch jetzt. Eigentlich mich erst von Lavandia aus. Alola vom Knogger, Freunde. Nein! Wie, ich hab keinen Knogger! Wie, ich hab keinen Knogger! Wie? Freunde, ich hätte so gern Alola vom Knogger im Team. Ich hätte so gern. Ist uns Knogger damals auch entwischt? Oder warte mal, kann man Knogger überhaupt fangen? Nein, ich muss einfach Ghost entwickeln zu Knogger. Ich hätte gerne Alola vom Knogger im Team. Deswegen lass mal Tragosso holen und einfach nebenbei im Team bewahren. An der Stelle, rest in peace Carpador, total vergessen, der ist irgendwo im Nirgendwo. Level 31. Bericht. Wir nehmen einfach mal den auf Level 32, packen ihn ins Team.
Warte, das geht auch anders. Warte, das geht auch besser. Ich habe nicht vorhin irgendeinen Knopf gedrückt. Was Y ist. Genau, nice. Achso, lol. Ich komme da einfach direkt zur Box. Okay, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Dann, genau. Tun wir Tragosso irgendwann zu entwickeln dann nach den Kämpfen und dann tauschen wir gegen Alola vom Knogger und Alola vom Knogger hätte ich gerne im Team. Hallo. Süß. Nice. Haben wir mit dir schon geredet? Ja, okay. Alles klar, dann. Ich bin gespannt, was hier abgeht, weil neben dem Pokémon sind die Häuser. Da hat man damals, was waren es die Häuser hier oder gab es rechts um Häuser? Egal, wir checken mal alle Häuser ab, weil damals gab es solche Stärke und so. Aber es hat sie ja nicht mehr. Mich interessiert einfach, was es statt dem gibt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12, lol, okay. Ja, ist echt praktisch, ja, ja. Neben Pokémon Center zu wohnen, ja. Hat sicherlich die Vorteile. Und Surfer hat man damals aus der Safari-Zone bekommen. Bin gespannt, wo wir die Geheimtechnik bekommen. Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Ja, er ist mein Enkel. Ah, okay, korrekt. Nice. Idee, ciao. Fehlt immer sein Gebiss. Okay, müsst du trotzdem was mit dem Gebiss noch machen. Man muss nämlich, man musste damals in der Safari-Zone ein Gebiss finden und das dem Dude rechts in den Pokémon dann im Haus geben, von dem die Dame gerade gesprochen hat. Und dann hat er euch Stärke gegeben. Genau. Geil, Freunde, seht ihr? Jetzt richtig Bock auf sowas. Was macht ihr zwei Penner hier? Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es hieß, dort würden wir offenbar seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über die Sache mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Lolli, was gut, dass wir. Wir brauchen also Pokémon. Ja, logisch, brauchen wir Pokémon Go, um Pokémon Go-Park nutzen zu können, wahrscheinlich. Oder um zumindest mal die Pokémon da hin zu transferieren. Was macht die? Was machen die da, Alter? Oder ist es ein Gebiss? Ja, goldenes Gebiss. Okay, das kriegt man dann hier, nicht mehr in der Safari-Zone. Krass, ich habe gerade darüber. Ich habe gerade darüber erzählt. Lol. Ja, zieht euch, Alter, bevor ich eure Nase breche. Zieht Leine, kommt, ihr Penner. Niemals verzeih ich euch wegen Tragosso. Hä? Was geht? Perle, nice. Okay, und von hier runter kommt man zur Zinnoberinsel quasi, auch. Aber auch zu Zinnoberhöhle, glaube ich, so hinten rum. Anyway. Olle, was geht? Neuer Dance-Move. Lass mal. Was? Dratini. Pide? Dratini? LOL. Wie denn? Stabi! Ja, wir checken auf jeden Fall ab, was im Fuchs dann abgeht und im Pokémon Safari und im Pokémon Go Park. Da will ich auf jeden Fall heute noch reinsehen, was abgeht. Surfer. Ich hab schon gut Schaden gemacht. Aret. Lol. Ist nicht sehr effektiv, okay. Nicey. Vom Primato, oh nee. Oh nee. Nice. Volltreffer, jetzt ist. Psychokinese, oh la, aua. Na, immer dieses Komprimator. GG. Oh nee, ey. Bitte lass dich in die Länge ziehen. Warum? Warum, warum, warum? Nice, sehr schön. Sandama hört halt auf mich. Sandama it is. Boah, 1000 Punkte, nice.
So laufen wir keine Pokémon rum, oder sind Wasser-Pokémon legit nur im Wasser? Ich kann mir gut vorstellen. Aber wir haben ja eh noch kein Zer. Warte mal. Können wir nicht mit dem Wasser-Pokémon da instant rein, oder braucht man Surfer? Ich habe aber eh kein Wasser-Pokémon. So. Doch, Totok habe ich. Könnte ich hier mit Totok rein? Glaube nicht. Ich glaube, ich brauche die Geheimtechnik und dort kann ich dann auf Totok. Oh, Totok? Totok, was sagst du? Totok? Willst du da nicht rein? Geht nicht, okay. Geh, geh. Komm mit Totok. Hier mal unser Pokémon wieder. Jetzt gehen wir mal zu den alten Knacker und geben dem seinem Goldgebisch. Goldgebiss! Und dann bin ich gespannt, was da abgeht. Ohne Spaß. Yep, ciao. So, jetzt sind aber Freunde von heute. Au. Eines dieser Häuser sollte es sein. Hallo, wer bist denn du? Du hast mit. Achso, ja, das ist der Direktor. Jetzt. Lol, der hat aber keine goldene Zähne. Pfui, der ganze Zeit knischt so wirklich zwischen den Zähnen, aber sei es drum, danke, du hast mir echte Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühen. Safari-Set? Ah, Klamotten. Ah, okay, cool. Wuchtstoß? Ah, Stärke. Ja, Stärke, siehst du? Das sollte quasi Stärke ablösen, so. Ja, ja, korrekt, korrekt. Ja, Mann, geil. Geil, geil, geil. Finde ich cool, finde ich cool. Wuchtstoß, cool, sehr cool. Oh, der Kangama auf seinem als Logo. Sehr cool. Okay, nice. Dankeschön, Direktor. Perfekt, sehr cool. Nice, ey. Guck mal, cool. Cool. Warte mal. Ich habe in Pokémon Go Meltan gefangen. Ah, nee. Nein, habe ich nicht. Das war damals die Promo. Die haben sich jetzt so ein Ditto alle entwickelt. Shit. Aber ich weiß, ich glaube, man kann mit Meltan fangen. Ich habe es aber nicht gemacht. Shit. Ja, guck mal. Sogar der weiß Bescheid. Nice. Fangserie, siehst du? Nice, nice. Wo geht's denn hier? Hinterhof. Yeah. Super Lock Parfumerino. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen werde wegen dem Arena. Ich glaube, ich werde. Wir gucken, wir checken mal Fuchs seiner City ab. Die Pokémon Safari Zone auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir gehen danach nicht. Habe ich mit dir schon geredet? Ich glaube, wir gehen danach nicht direkt. Lol. Man kennt's. Ich glaube, wir gehen danach nicht direkt zur Arena, sondern wir gehen von Lavandia nochmal runter nach Fuxania, damit wir dort auch trainieren können. Aber jetzt lass uns mal zur Safari-Zone gleich. Bide? Hast du irgendwas Neues auf Lager? Nope. Danke, ciao. Nee, alles gut, ciao. So, was ist mit dir? Oh, Tauros! Ich kann Schlange warten. Ah, was ist jetzt? Pikachu! Was ist jetzt? Süß! Oh, Kangama! Wie es sich freut. Guck mal, da hinten war ein Voltoball. Sei, wie nett gemacht. Die Cutscenes sind geil. Pikachu? Müde. Einfach müde, keiner weiß. Oh, Tauros, guck mal. Oh, ey, pass auf. Aggressiv. Ammonitas. Eton. Geil, geil, geil. Finde ich cool. Guck mal, so Cutscenes. Ey, Pikachu. Pikachu, was ist los da, Mann? Was ist mit dir?
Olle! Es wärmt sich einfach auf. Keiner weiß, wie geil gemacht. Mond, warte. Tauros, alles korrekt. Es gibt bei dir, Mate. Geil. Lapras. Hey, stopp, da gibt mir die. Ja, wusste ich doch. Wusste ich's. Nice, jetzt können wir auch Surfer nutzen. Mega, mega. Mit Pikachu dann, korrekt. Oh, das gut auf jeden Fall, let's go. Pass gut auf, er zeigt uns, wie es geht jetzt. Okay. Olle, guck mal. Keiner weiß, Pikachu Allrounder. Keiner weiß, Pika Mau. Nice, dankeschön. Korrekt, sehr schön. Nice. Sehr cool. Okay, nice. Jetzt lass mal in die Safari-Zone. Tauros. Toto kommt nicht weiter zu gehen. Ah, jetzt. Was ist was jetzt? Schau mal, Voltor, was macht Voltor mal sein? Ist ein Pokémon, ne? Kangama, wie geil Kangama aussieht. Okay, was haben wir hier? Safari-Zone. Was ist das? Pokémon Go Park wahrscheinlich, ne? Warte mal, oder gibt es die Safari-Zone gar nicht, legit? Weil das sieht voll klein aus für die Safari-Zone. Oder soll das, was da draußen Safari-Zone sein? Lol, okay, nee, nee. Es gibt legit nur noch den Pokémon Go Park. Teamsäule aufstellen, ich hab doch 10 auf. Vielleicht schiff ich auf. Mit dem 19, okay. Ich will die gesehen haben, okay. Ja, GG, okay, Pokémon Go Park hat's legit nur. Aber den will ich gerne jetzt abchecken, auf jeden Fall. Es sei denn, im Pokémon Go Park ist auch die Safari-Zone. Weißt du was? Wir gehen einfach da rein, dann wissen wir mehr. Chanera! Bist du hier geflüchtet oder was? Keiner weiß. Jetzt. Ole, Go Park, was geht hier ab? BD, Madame. Der Erik. Geile Musik auf jeden Fall. Nice, guck mal, die gibt von Pokémon Go zu Switch. Geil, guck mal, das ist die Zukunft. Pokémon übertragen, Pokémon Go die Spielvisio besuchen. Was erkläre ich jetzt mal? Übertragen von Pokémon. Du kannst Pokémon aus Pokémon Go in den Go-Park übertragen. Dafür musst du zunächst das Spielmenü öffnen und in den Einstellungen die Option mit Pokémon Go verbinden aussehen, um dein Spiel mit deinem Pokémon Go-Account zu verbinden. Okay, danach kannst du den Pokémon Go die Pokémon aussehen, die du verschicken möchtest. Bitte sei dir bewusst, dass in den Go-Park verschickte Pokémon nicht mehr zurück auf Pokémon Go übertragen werden können. Okay. Go-Park. Nur spielen die Pokémon, die du aus Pokémon übertragen hast. Wenn du sie ansprichst, kannst du sie fangen oder in einen anderen Pokémon Shop gefangen Pokémon nicht in den Go-Park zurückkehren. Okay. Okay. Spielwiese. Wenn sich 25 Pokémon derselben Art im Go-Park befinden, kannst du mit ihnen auf der Spielwiese spielen. Führe alle Pokémon innerhalb des Zeltes nach oben zum Ziel und nimm dabei das Symbol. Lol, okay. Einfach Spielwiese aus Fortnite übernommen. Ja, lass mal in den Go-Park. Oh, einfach keine Pokémon. Einfach reingehen. Okay, geh. Dann lass uns aber mal in den Pokémon. Komm, okay, ja, jetzt natürlich logischerweise noch gar nichts. Zurück zu erfahren. Weil ich keine Pokémon verschickt habe. Dann lass mal Pokémon verschicken. Komm, lass doch mal testen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich bin dabei. Jetzt will ich nämlich gerne testen. Oh, ups. Und zwar mit Pokémon Go verbinden. Wenn du Pokémon willst, werden die Nutzer und Testdaten des Spiels an Pokémon Go geschickt. Will ich das oder will ich mal ein neues Pokémon Go, einen neuen Pokémon Go Account erstellen? Ich glaube nicht. Nee, es passt schon. Oder? Werde ich Pokémon Go von Anfang?
Ich bin Level 23 eigentlich nur. Aber ich glaube nicht. Aber wenn ich jetzt... Nee, passt schon, passt schon. Ja, okay. Ja, warte. Pokémon Go Account. Konto wird gesucht. BD. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah, hier steht so dick und fett dran. Verbindung zu Nintendo Switch herstellen. Jetzt habe ich's, Freunde. Ist einfach dick und fett dran und ich habe einfach drüber geklickt. Ja, ja, austauschen. Pokémon Go Konto wird gesucht, Nintendo Switch wird gesucht, okay. Konto von iOSero, genau. Perfekt. Nice. Geil. Jetzt übertragen wir mal Pokémon. So, Pokémon übertragen. Go Park 1, let's go. Du hast auf Datenaustausch starten, yeah. Pokémon Go Konto wird gesucht. Wie geil! Wie geil, die Zukunft! Jetzt aber muss ich hier auch irgendwas klicken oder sucht's automatisch? Einstellungen. Ja, wie mache ich das jetzt? Kann ich hier direkt was schicken oder? Aha, ja, ja, ich kann es direkt an Nintendo. Okay, okay, okay. Ich kann es direkt schicken, wahrscheinlich. Dann schicken wir mal kurz ein paar Pokémon rüber. Lass uns mal hier zum Beispiel. Schicken wir mal den rüber. Oder wie mache ich das? Verschicken. Oh mein Gott, ey. Pokémon will jetzt endlich, Mann. Keiner weiß. Geht das so? Auf Nintendo Switch übertragen. Ja, ja, ich hab's, Freunde. Ich hab's, Freunde. Da hast du nochmal ein Screen. Auf Nintendo Switch kann man es dann übertragen. Was schickt man hier denn schön rüber? Komm, schick mal ein paar Pokémon rüber. Oh mein Gott, Freunde. The Dreams. The Dreams. GG, Freunde. Wir holen uns alles. Wir holen uns alles. Ihr werdet heulen. Pummelfassung schon, ne? Lass mal die übertragen, komm. Yeah. Dann das Switch wird gesucht. Ja, Mann. Das ist geil gemacht. Es ist richtig geil gemacht. Das ist geil gemacht. Jetzt gehen wir zum Pokémon Go Park. Let's go. Let's go. Was ist denn der jetzt von mir? Ich habe irgend so eine Box bekommen. Sind die Pokémon jetzt hier oder was? Kann ich die hier fangen? Schaut mal, Freunde. Hey, Freunde, was geht? Wie cool. Das ist richtig, ein richtig geiles Feature mit Pokémon Go. Das ist ein richtig geiles Feature. Kann ich hier gucken? Was ist verschieben? Das ist so geil, Freunde. Das ist so geil. Es ist so geil, Freunde. Damit werden wir auf jeden Fall Spaß haben in der Zukunft. Aber auf jeden Fall. Es sei denn, wir fangen sie natürlich nicht, ne? Guck mal, wie das rumzappelt. Richtig geil, richtig geil. Richtig geil, Freunde. Oh mein Gott, ich heul. Leute, ich war gefangen. Ich eröffne hier gerade so eine Wunderbox. Keine Ahnung, was das ist. Nebenbei auf Pokémon Go. Ah, hör doch auf, sag mal, mit so der Kacke. Oh, ich dachte gerade, ich werde es nie wiederfinden. Ich dachte gerade, ich werde es nie wiederfinden, aber zum Glück ist es noch da. Überleg mal, das wäre einfach weg auf ewig. Also auch nicht mehr im Park so, ne? Oh Mann. Nice. Oh nein, was ist diese Wunderbox, was ich da geöffnet habe? Scheiße. Ich habe mir sinnlos geöffnet. Für eine halbe Stunde ist irgendwas hier. Keiner weiß, wollte ich eigentlich nicht. Egal. Ja, Pokémon Go, sei es drum, scheiß drauf. Shit. Egal, ich dachte, ich bekomme irgendwas. Naja, was soll's. Ammonitas, GG.
Wie geil, Freunde. Lasst mal hier die Pokémon fangen, alle. Kommt. Lasst uns die Pokémon hier noch fangen und dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Für diesen Part zumindest. Geil, sag mal. Richtig geil. Ja, mach langsam. Ich finde, es ein richtig geiles Feature, um echt zu sein. Es ist ein richtig geiles Feature, Freunde. Dass man die Pokémon einfach übertragen kann, so. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Pokémon ich alles übertragen werde. Ich habe jetzt nur einfach mal ein paar genommen, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass jetzt mal Glurak oder Dragoran oder so übertragen werde. Ich glaube, ich behalte die vorerst in Pokémon Go. Naja. So geil, Freunde. Sepa, wie cool ist Sepa? Bitte, Dratini haben wir auch am Start hier. Unglaublich, unglaublich. Ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig geil. So kann man sein Pokédex easy füllen, sag ich mal. Wenn man die Pokémon natürlich auch in Pokémon Go hat, ne? Oh lol. Ey, machst du mal langsam bitte? Ja, ja, jetzt noch jetzt. Darf dich. Geil. Flamara! Geil, guck mal. Müsst du gar nicht entwickeln, die Evoli. Fang einfach hier die Pokémon. Richtig geil. Elektrik haben wir auch am Start hier, wie soll. Ey, ist richtig geil. Dratini, Magnetilo, Evoli, Ditto. Wie geil! Blitzer. Ich würde interessieren, ob es die WP auch aus Pokémon Go hat, aber ich gehe stark davon aus. Ne, weil deswegen wurden ja die WP übernommen aus Pokémon Go in Let's Go Pikachu. Gehe mal sehr stark davon aus. Korrekt, richtig geil, ohne Spaß. Brutal. Alter, ihr könnt, überlegt mal, was ihr alles hier rüberbringen könnt. Dratini. Geil. Ich wollte gerade Faxen machen, habt ihr gesehen? Nice. Ich bin gerade baff. Ihr müsst so überlegen, Freunde. Ihr müsst jetzt so überlegen. Die neue Generation quasi, die Kiddies, ja, die Teenies, die das jetzt quasi, die mit Pokémon Go aufgewachsen sind, auf ihr Handy, sag ich mal. Es ist halt so, wir gehen jetzt mit der Zukunft. Also, was heißt, wir gehen mit der Zukunft? Aber wir gehen jetzt mit der Technik. Jetzt überleg mal, die haben auf ihr Handy Pokémon Go, haben Pokémon gefangen. Und dann können die es auf ihre Konsole übertragen. Das ist für die richtig krank. Versteht ihr? Das ist für die richtig brutal. Für die Kids. Und es freut mich, dass sie an sowas gedacht haben. Zum Beispiel, damals hat es mich auch übertrieben geflasht, als ich nur so Kleinigkeit zum Beispiel, dass ich Pokémon Rot auf der Nintendo-Konsole spielen konnte zum Beispiel. Oder dass man auf Pokémon Szene Pokémon übertragen konnte und so weiter und so fort. Oder dass man mit Kabel Pokémon tauschen konnte. Und das ist noch so ein weiteres Feature, was in die Kategorie fällt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das haben die echt gut gemacht. Jetzt Elektrik, komm mal her, du. Aggressiv. Aber mich würde interessieren, was haben die überhaupt für ein Level, die Pokémon, die ich hier fange, ne? Das ist ja auch interessant. Ich habe legit kein Level dran. Okay. Ey, Levoltik ist brutal, ne? Guck mal, Hyperball passt auch richtig zu Electek. Alter, Junge. Ich hatte einen Superball. Nee, selber schuld. Total andere Farben. Geil. Welcome to Pokémon Let's Go Pikachu. Yeah.
Naja, Freunde, ich fange die restlichen Pokémon mal offscreen, sag ich mal. Das geht dann viel zu lange. Lass uns ganz kurz einfach mal speichern. Oh, mit Y kann man so rein rauszoomen. Ich würde gerne kurz abchecken, was für Level die Pokémon haben, einfach, die wir gerade gefangen haben. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich fange mir die Reste noch offscreen. Und dann machen wir aber weiter. Dann gehen wir von Lavandia. Level 18. Okay, unterschiedlich. Okay, lol. Ich weiß nicht, wovon die Level abhängen. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr mich gerne wissen lassen. Vielleicht auch einfach random. Aber dann machen wir quasi weiter. Wir fangen nächstes Mal von Lavandia an, gehen dann von dort aus runter nach Fuchsania wieder, um von dort zu trainieren. Und dann gehen wir in den Pokémon Center quasi in den nächsten Part. So, das ist der Plan. Genau. Angefuchst einfach runter. Ja, anyway, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Tschüss. All the best girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.